Das ist ja eine richtig krasse Jugendherberge. Sieht voll cool aus hier. Muss man ein Dreierzimmer machen? Das ist gut. Und dann jeden Tag lang aufbleiben und Chips essen. Genau. Ja, nur wir ein Zweierzimmer. Ja, gerne doch. Party. Mädels. Klar. Mach mal. Zur Zimmerverteilung angetreten. Wie ihr wisst, ist unsere Klassenfahrt eine teambildende Maßnahme. Deshalb lege ich fest, Niklas, der ständig Heimweh hat, wird gemeinsam mit Jonas in einem Zimmer schlafen. Und unser Sandro, der ständig Nacht wandelt, wird gemeinsam mit Moritz und Tom in einem Zimmer schlafen. Ich verordne euch, ständig auf Sandro aufzupassen. Oh Mama, Mama, das ist so scheiße hier. Ich will nach Hause. Und Frau Michel hat uns mit anderen in ein Zimmer gestellt. Du kennst doch Jonas, den mag ich nicht und er mag mich auch nicht. Aber ich mag den nicht wirklich. Boah, ich hätte jetzt voll Durst. Ja, das wäre voll cool, wenn die ins Jungs kommen würden, die uns was zu trinken bringen. Ja, oder? Guck mal da. Danke. Bitte. Lecker. Boah, ich hätte jetzt voll Durst. Ich hab hier den Schweinböcker! Schon wieder aufrollen. Oh geil, dass das geklappt hat. So mache ich das immer. Oh, nicht schon wieder aufrollen. Wieso funktioniert denn das hier nicht? Sonst geht das auch immer. Ich hab's doch genug im Fernsehen gesehen. Muss reichen. Lecker. Ja, finde ich auch. Ich finde sie auf Klassenfahrt total cool. Wir müssen mal unbedingt nochmal hier. Ja. Oh ja. Und total cool ist auch, dass wir ihren Nachbarzimmer gehen. Ja, da können wir uns abends immer besuchen. Ja, das ist cool. Thank you.
will der denn hier? Weg mit dir. Schmeckt richtig gut. Mhm. Hi. Hey. Hi. Kann ich mich zusetzen? Ja, klar. Ja, kann ich mich setzen? Nein, nee, setz sauer. Okay, schade. Ich packe meinen Koffer und nehme mit meine Bluse, meine kurze Hose, mein Cappy, und mein Blümchentop. Das war ja einfach. Fertig. Das geht nicht zu. Julie, hilf mir. Und wer schließt jetzt? Michelle? Geht nicht. Tom, Jonas, kommt ihr mal? Ja. Könnt ihr uns helfen? Okay. Mann, es funktioniert nicht. Was hast du denn mit? Immer diese Mädchen. Wieso packt ihr so viel ein? Mann, das geht immer noch nicht. Frau Michel! Hey, Sko! Ey, habt ihr mal die aus der anderen Klasse gesehen? Ja, die sehen gar nicht aus wie 8. Nee, oder? Die sind voll klein. Aber ja. Manche auch voll groß. Ja, voll komisch. Ja, aber irgendwie nicht unser Alter. Nee, irgendwie nicht. Nee. Was ist denn hier los? Ihr seid ja voll die Langweiler. Ich denke, ihr steigt mit Party. Los, hoch hier, können. Ich finde das so total scheiße, dass wir so früh ins Bett müssen, ey. Es war trotzdem eine Party. Ja, genau, ganz leise. Ruf mal die Mädels an. Aber Vorsicht, nicht, dass das Frau Michel noch hört. Die läuft ja da draußen noch rum. Ja, Martha, wir wollten hier noch eine Party schmeißen und Sanu wollte dich gerne als Gast mit haben. Ja, und er fand dein Outfit von letztens voll toll, wo wir angereist sind. Ja, die anderen Jungs auch mit. Ja, komm mal rüber mit ein paar Weibern. Ja, bis gleich. Ja. Ja, wir fangen schon mal an. Ihr könnt auch Chips mitbringen. Tschö. Der ständig Heimweh hat, wege
steht fest, dass Niklas gemeinsam mit Sandro ein Zimmer fände. Mit Jonas! Das kann ja wohl nicht wahr sein! Ihr dürft nicht lachen. Ihr wollt wohl unter der Tische schlafen, oder was? Mir reicht's! Geh ich jetzt hier rein, oder was? Was mache ich jetzt hier rein? Ja, vor allem, das ist voll cool, dass wir im Nachbarzimmer